Seid uns gegrüßt, holde Freunde der WoW-Szenerie. Ach, ich komme einfach nicht von diesem Tritt runter. Keine Ahnung, das hat sich mittlerweile bei mir so eingebürgert. So, wir sind wieder am Start, hier bei den lustigen 34. 34? Ah ja, da stehen ja noch ein paar. Da stehen ein paar da hinten. Genau, oder 534, ich weiß es nicht. Immer noch im Schattenmontal, aber so gut wie auf dem Weg ins neue Gebiet. Hier wir drei auf unseren hammergeilen Gäulen. Naja gut, so gut wie mehr oder weniger. Von links nach rechts, der Belgien, ich grüße dich. Und der Klickner, ich grüße, ja. Ach so, sorry, der Belgier, bin ja ich, hallo. Hallo. Klickner bin ich, hallo. So, wir wollen jetzt zu die letzte Botschaft des Propheten fliegen. Ja, wir können aber auch vorher mal eben der vermisste Vater machen, ne? Wer? Der vermisste Vater? Hier so direkt rechts neben uns so. Ich hab nicht den vermissten Vater. Wo hast du den vermissten Vater her? Findet Telos. Kannst du das mal teilen? Habe ich nicht. Ich auch nicht. Warte mal eben, vielleicht ist das ja auch nur eine für mich. Wahrscheinlich. Das kannst haben. Ja, kann ich nicht teilen. Gut. Okay, dann müssen wir die nachher nochmal dann... Das ist Alchemie, genau. Das ist Alchemie, mach ich dann. Ja, siehst du mal. Dann macht die jeder... Die Truppe ist gerade weg, jetzt sind wir nur noch 43. Ja, 34. Warte mal. Wir können auch dahin fliegen zu dem Tempel, oder nicht? Ja, können wir. Naja, hier ist so der Flugpunkt. Genau. Hier. Wo fliegen wir hin? Das ist Pfad des Lichts, oder? Na, oder Drakorium. Hof der Ruhe. Ganz nach rechts. Falls wir den haben. Was? Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht? Ich hab nur das Drakorium. Ja, dann doch, Pfad des Lichts in Schattenmontal. Habt ihr den? Ja. Pfad des Lichts habe ich ja. Ja, dann nehmen wir den. Okay. Ja. Und jetzt stehen sie wieder alle vor dem Fluglehrer. Flugheini. So, Pfad des Lichts. Alter, ein Gold. Bist du schon wieder arm, bevor du ankommst? Genau, Hof der Ruhe, den müssen wir freischalten. Ich habe 1000 Gold bezahlt für diese blöde Bergbauhütte. Bergsteigerhütte. Ja, für die weiß. Bergsteigerhütte habe ich 1000 Gold bezahlt. Andere Richtung. Nicht Bergsteiger, sondern Bergbau. Mach Loch im Berg. Was, das war schon hier? Also dieser Planet hier oben, der sieht schon ziemlich imposant aus, wa? Oder so. Imposant, er hat imposant gesagt. Okay, wir müssen da hinten hin, dann müssen wir mal hier hoch, ne? Warte mal. Hier so links. Hier so die Treppe hoch. Hier so durch die Treppe, genau. Durch die Treppe müssen wir dann hoch. Ich mach den erstmal schön den Rasen kaputt. Bah. Zack. Und zack, hier sind wir letzte Folge noch links geflogen und haben das hier alles geplättet. Geil. Jo. Und was ist? Im Aufräumen die Überreste sind noch da. Im Aufräumen haben sie es auch nicht so. Nee, die müssen noch verschimmeln. Das riecht doch. Ja, klar riecht das, ey. Wenn ihr hier, guck mal, die sind alle hier am Dampfen wie doof, ey. Daher kommt der dezente Geruch. Ich dachte, das kommt aus deinem Hinterteil deines Ziege, dachte ich gerade. Nee. Aus deinem Hinterteil. Genau, das bin ich. Lass meine Ziege in Ruhe. Achso, du bist das. Jetzt müssen wir hier rechts rum. Wo ist denn hier der Flugpunkt? Ach ja, so, der kommt jetzt. Ja. Wenn du mir nachreitest, kommt er jetzt. I will follow you. Und zwar müsste der dann hier sein, ne? Schön ist genau. Das hier, du. Schön. Da, schön haben sie das gemacht, ne? So, hier, Galabau hier entdeckt. Voll komplett. So. So, dann mal hier links rum, ne? Wo hier so... Dann hier rechts rum, wieder so. Und dann müssen wir hier unten. Meine Güte, ist das ein Riesenkomplex hier. Jo. So, Kolosseum. Also, ein kolossales Kolosseum. Jo. Halt, wo steht der? Da muss er irgendwo Fragezeichen sein. Ja, der Pfeifenheinrich ist bestimmt ganz unten. Weiter runter. Weiter runter oder weiter unten? Ne, der ist ganz unten. Guck mal. Jetzt rein. In den Katakomben. Meine Fresse. Kick mal. Hallo? Das ist das Stück hier. Genau. Aha. Ah. Tag. Ja. Quetsch beenden. Hallo. Und das war's. So. Aus der letzten Botschaft. Seid gegrüßt, Retter meines Volkes. Wenn ihr diese Nachricht hört, bin ich nicht mehr am Leben. Aber Karabor ist sicher. Ha. Ich bin euch eine Erklärung. Aber fass dich bitte kurz. Die Naru, die wir Draenei verehren, sind Geschöpfe aus reinem Licht. Doch wenn sie dem Tod nahe sind, verlieren sie ihre Essenz
und kollabieren zu Geschöpfen der Dunkelheit. Als wir Draenei auf diesem Planeten ankamen, waren auch Naru bei uns. Aber sie konnten unser Schiff nicht der dunkle Stern, der in jener Schule. Der vergisst ein paar Worte, ne? Erschien, war kein Himmelskörper. Es war Alter, kannst du mal zu Ende reden? Der unterbricht sich selber. Von Panik aus unserem Schiff ausgestoßen wurde. Er hieß Kara. Einst ein Geschöpf der Hoffnung und der Schönheit, wurde er zu einem hungrigen Gott, einem lebenden Quell der Dunkelheit. Wir verdanken Kara viel. Ohne seine Hilfe wäre mein Volk unserer Heimatwelt Argus nie entkommen. Es war eine schwere Last, Kara als Schattenwesen sehen zu müssen. Als der Naru zurückkehrte, tat ich, was ich tun musste. Fertig? Vergessen oh, okay. Das Leben ist Licht. Und das Licht ist das Leben selbst. Das eine kann zum anderen werden. Doch nichts davon geht je. Ich hoffe, wie geht je? Das verstehen wird. Ey, Alter, was hast du jetzt gesagt? Geht je? Geht Hallo? Je verloren. Geht je verloren. Ey, das ist so anstrengend, wenn du so einen Typen zuhören musst, der die letzten Worte immer verschluckt. Ja, genau. Ja, der Mann hat halt keine Zeit mehr. Du kannst aber auch gerne nochmal machen. Lausch der letzten Botschaft des Propheten. Hier kannst du auf Repeat drücken. Ja, super. Dann vergisst er die Worte auch wieder. Ja, so, raus hier. Und was machen wir jetzt? Das liegt ja bestimmt an seinem Alter. So, WoW durchgespielt. Würde ich sagen, ne? Wir wechseln das Gebiet. Achso, wir müssen wieder nach Elidor, ne? Das nee, Gebiet. Vergiss es. Sag jetzt an Nico, sag nicht. Okay. Sag einfach nicht. Okay. Wo müssen wir hin? Zurück zur Garnison und dann mit dem Flugmeister, Flugtier, die Quest, die Geheimnisse von Gorgrond angehen. Genau. Ja, genau. Okay, dann tun wir mal hier zurück, garnisonieren. Garnisonieren, okay. So. Oh, Handy hat gepiept. Ich bin wichtig. Das ist Sandra. Nein, Sandra. Nicht wirklich. Sandra ist bei Skype. Guck mal, ich hab neue. Garnisonslager ist wieder voll. Instagram, hallo. Ach, Ressourcen, geil. So, ich kann jetzt mit dem Bodrick kann ich gar nicht. Nee, Moment, wir müssen doch jetzt die. Nee, ich muss mit dem Dings sprechen, mit dem Greifenmeister. Und der Greifenmeister, der bringt mich dann noch. Da. Wildwuchsbrett. Bett. Zum Wildwuchsbrett nach Gorgrond. Genau. Alter, das ist meine eigene Garnison. Da muss ich dem jetzt auch noch was dafür zahlen. Ich glaube, ich spinne. So, ich flieg schon mal vor. Nico kollabiert gerade ein bisschen. Also. Ich fliege jetzt auch mal zum Wildwuchsbrett. Zum Wildbrett. Zum Wildbrett. Genau, Wildbrett in Rotweinsoße. Kostet wieder ein Gold, der Flug. Hast du das gesehen, Zwiebel? Ja, sag ich doch. Das ist aus meiner eigenen Garnison. Ich habe das Scheißding aufgebaut. Warum zahle ich denn dafür noch? Echt ja. Mal. Ausbeuter. Dreh jetzt mal einen Geldhahn zu, dann kriegen sie nichts mehr. Mehr Peitsche, weniger Zuckerbrot. Ajo. Ach, hier waren wir da auch schon mal, wo der ganze, zumindest ein Teil von dem Wald hier brennt, war Talador. Ja, boah, ey, das ist echt dampfig hier, du. Aber die Musik ist wieder so schön. Ja. Schafzahnsee. Lädt zum Baden ein. Ich habe übrigens in der letzten Folge irgendwann mal gelogen. Ich habe noch 52% bis 94. Aha, jetzt kommt's raus. Ich habe das hier falsch gesehen. Das war hier nicht. Ich hatte 92% noch to go, nicht da. Ach so. Da. Ja. Ja, kann dann muss ich euch leider mitteilen, dass ich der Cheater war. Wieso? Ich bin jetzt bei 94 und 5%. Echt? Wann hast du denn ein Update? Wann hast du ein Level-Up gehabt? Naja, durch die ein oder andere Berufe-Quest. Ach so, und, okay. Naja. Ja gut, wenn ich meine Berufe-Quests auch noch mache und alle Blümchen sammeln würde, wäre ich jetzt wahrscheinlich auch weiter.
Alter, was ist denn hier los? Ja, Dschungel, ne? Riesenpilze hier. Haben so ein bisschen sich bedient hier von Burning Crusade oder? Nee, Scherbenwelt. Nee, war da Burning Crusade, oder? Nee. Burning Crusade war Scherbenwelt. Ja, doch, ne? Ja, genau. Genau. Ja. Ja, da hatten die auch in. Was war das noch? Wo war das? Nagrand. Nagrand, genau. Nee, nicht Nagrand. Nee, dieser komische Wald, ne? Das war nicht Nagrand, das war die Zangamarsch. Stimmt, das waren die mit den Pilzen, genau. Mit den Pilzen. So, folgt dem Wildbrett bis zu Naelis Wacht. Okay. Oh, gut. Komm mal her, du Wildbrett. Na dann. Aber komisch, in jedem Add-on gibt es irgendwie was mit Dschungel, wa? Oder? Täuscht mich nicht. Ja. Außer bei Lich King. Ja, Lich King ist ein bisschen... Obwohl, naja, Lich King gab es... Ah, ich weiß nicht, Dschungel... Alter, was ist hier los? Wald. Holla, die Waldfee. Ist der Gerät gut oder ist der Gerät böse? Ja, sieht sehr böse aus. Oh, Gerät Nein, böse. Sieht gut aus. Der ist gut. Wer, der Gerät vor uns? Angreifen. Der ist gut. Mm-mm. Hä? Durch die Übernehmung. Ach so, stimmt. Gut, was ist denn hier oben? Wir müssen da unten hin. Nee, warte mal, hier Rangari Khan, hier müssen wir... Alter. Ach so, ja, hier ist ein weißer Punkt. Hier. Ja. Helden? Gorgrond ist kein Ort. Jo. Tötet Ernta Omru. War da nicht gerade der Fette? Das kann sein. Das war er nicht. Oh, hier ist noch eine Quest. Vernichtet 9 wilde Überwucherungen. Bin ich Gärtner oder was? Jo. Violante. Ah, hier läuft ein Violante rum. Was rennt denn hier rum, ey? Scharlachrote Mandragora. Meine Fresse, ey. Kommst du davor über Pflanzenkölle? Pflanzen gegen Zombies. Oder so. So. Weißt du, was das Geile an den Dingern ist? Ich Na? Kann die, Pflücken. Pflücken, genau. Das ist gut, ne? Ja, das ist gut. Das ist richtig Premium, ey. Das ist richtig gut, ey. So, was müssen wir jetzt eigentlich hier machen? Achso, die Überwucherung platt machen. Genau. So, erledigt. Und ab geht's. Bitte schön. Habt ihr gut gemacht, vielen Dank. Gerne, gerne. Da unten ist auch noch eine Quest. Oh, ich häng am Pöller. Bringt ihre Neuigkeiten. Wir werden bestehen. So, was ist hier? Ein Ernter ist? Nee. Ah, ihr lebt. Den Fahrer des Dunkeleisenpanzers. Okay. Der ist hier oben. Und was ist die 2? Ernter Omru. Der, hier ist er doch, oder? Nee, das ist hier so eine komische Mann. Das ist Biolante. Müssen wir Biolante auch platt machen? Nee. Was für eine Biolante? Biolante? Wo hast du Biolante? Wo ist Biolante? Na hier, die steht da. Oh, mega Na, fett. Kann ich die zähmen? Oh, die habe ich schon angegriffen. Ja, ich bin passt, auch dabei. Passt, alles gut. Hast du sie gezähmt, oder wie? Nee, ich kann sie nicht zähmen. Ist ja kein Wildtier. Ach so. Kann mich einer heilen? Ich bin schon dabei. Für dich doch immer. Oh, wo ist die Alte? Die schleudert ziemlich viel Gift, muss ich sagen. Ja. Also, Obacht. Na, wo bist du denn? Ich stehe hinten drin. Mitten im Saft. Aber wirklich? Ja, jetzt ist sie gleich weg. Jo, sie ist hinüber. Biolante ist Geschichte. Biotante ist Geschichte. Ja, siehst du, nicht immer ist Bio hier so schön. Okay. Kann ich die pflücken? Ein Freilandstecher. Okay, warum nicht? Was ist hier mit die Dinger? Dornenstecher müssen wir noch umnieten. Jo. Das sind diese kleinen Mistviecher hier. Dorniger Blattling. Ach, die. Jo. Mit denen kannst du auch Dings machen, Haustierkämpfe. Echt jetzt? Glaube. Ich habe da so eine. Von 12. Ich habe da eine Hand drüber, da muss man die sammeln. Nee, wenn es eine grüne Hand ist, dann sind das Wildhaustiere.
Wildhaustiere? Ja, Wildhaustiere. Ich habe gerade auch eben überlegt, Wildhaustiere, was ist das für ein Scheiß? Domestizierte Wildtiere, was? Na, Vorsicht, da hinten kommt Biolante wieder. Oh, ich hab wieder, nein, ich habe sie gepult. Oh, tut mir leid, tut mir leid. Kein Ding. Da musst du jetzt durch. Ich guck zu. Nee, bitte helfen hier. Ja, ist... Ernsthaft? Ja, ich weiß. Ernsthaft? Ach, da ist er ja hier. Die alte zappelt ja noch. Tüdelüt. Also diese Wellen sehen ein bisschen komisch aus an Land, wa? Ja, vor allem sind die Wellen giftig. Ja, abgesehen davon, aber sie sehen, finde ich, ein bisschen komisch aus. So, brauchen wir diese komischen Stecher eigentlich? So, kein Flächenschaden, bitte, kein Flächenschaden. Plöpp. Was müssen wir jetzt endlich hier machen? Dornstecher getötet, Freilandstecher müssen wir auch töten. Ja, die gehören, glaube ich, die sitzen da mit. Nee, das sind diese komischen. Dornige Battle. Achso, Freilandstecher, das ja, sind die Fliegen hier. Genau. Oh Mann. Dieses fliegende Gekröse da. So. Schön zurückgeschleudert. Aber ganz schön. Ich bin außer Reichweite. Flup. Ja, das ist bei mir hier Sperrfeuer. Sperrfeuer haut den meisten Schaden raus. Macht er erstmal schön einen auf Legolas. Ja, auf jeden Fall. So, Achtung, Sperrfeuer! Aber nicht schlecht. Ja. Jojo. Und wenn noch Gisela dann einen drauf haut, du, dann ist Feierabend, du, sag ich dir. Wenn Gisela ihre Stacheln raushaut? Dann ist echt du Sense im Gelände. Ende im Gelände. Ich hab's mit dir sprechen nicht so drauf irgendwie. Dann ist keine Sense Ahnung. Mit der Freundschaft. 6 von 6? Okay. Als sie fertig? Ich brauche noch. Den Fahrer des. Also Moment. Also, ich brauche hier noch was. Ich brauche jetzt hier noch 3 Blattlinge und einen Freilandstecher. Okay. Hier hätte ich zum Beispiel. Nee, doch nicht. Ein Kupferstecher. Genau. Also, ein Blattling habe ich hier hinten noch. Okay. Cool. Hast du den gekriegt? Ja, jetzt brauche ich nur noch einen. Nico hat auch noch einen platt gemacht. Und da oben ist ein Stecher. Was ist ein Stecher? Ein richtiger Stecher. Freunde, wir sind hier nicht alleine. Was? Wieso? Warum? Naja, weil hier noch ganz viele andere sind. Seht ihr das? Ach so. Ja. So, ein Blattling. Ja, Punkt. Ein Blattling. Da hinten ist noch ein Blattling. Hab ihn gesehen. So, fertig. Ist erledigt. Yeah. Und jetzt such den Fahrer. Genau. Such den Fahrer. Wo seid denn ihr? Oh, sie ist scheiße. Wieder da. Biolante ist wieder da. Ja, aber nicht nochmal, die alte nervt. Ich muss erstmal aus dem Kampf raus. Bist du im Kampf? Mit Biolante? Nee. Mit Biotante? Biotante? Okay. Okay. So, der Mantau. Ja, wo geht's jetzt? Achso. Na, wir müssen den Fahrer finden. Okay, den Fahrer. Dem Pfarrer. Findet dem Pfarrer.
Aber da ist noch eine Dings, ne? Ernter Omru getötet. Ja, ja. Muss ja auch irgendwo rumhängen. Ja, der ist auch oben. Ein Stück, glaube ich. Der ist auch da oben. Okay. Der ist bestimmt mit dem Pfarrer zusammen. Mit die zwei. Das kann sein, die stehen da bestimmt Händchen halten. Bestimmt, der ändert Mittelscheitel. Die machen da bestimmt irgendwelche Sachen, die sie nicht machen sollten. Hier. Ja, so ein Tentakel hier am Start. Ich hab den Pfarrer gefunden. Echt, wo? Hier hinten. Ach, tatsächlich, hinterm Tentakel. Ja, ja. Voll Devil. Jo, gut geht's. So. Ja, siehste. So, und wo ist der andere Honkensponken? Der müsste hier sein. Der ist genau hier eigentlich. Haben wir da irgendwas gekriegt? Nee, ne? Hier geht's in, hier geht's in eine Höhle runter. Das sieht sehr gut aus. Okay, du Dese. Da ist er schon. Ja, aber der ist im Kampf. Das ist ja nicht schlimm. Hat trotzdem gezählt, sehr gut. Was für ein Lutscher. Was für ein Lutscher, ey. Na, da wieder raus, Quest abgeben und gut ist. Jo, und dann können wir ja und diesmal... Dann haben wir nämlich auch ein bisschen früher Schluss. Naja, ein bisschen früher, relativ. Ja, als die letzten, da hatten wir immer so zwischen 25 und 30. Ne? Richtig. Rack. So, hier mal raus aus dem Gemüsegarten. Komische Viecher überall. So. Ja, die nerven so ein bisschen. Ne? Double Quest abgeben, auf jeden Fall. Grüße. Oh, vorbeigesprungen. Was macht ihr denn hier? Was wir hier machen? Ich gebe eine Quest ab. Terabus? Findet Paradus. Die vermisste Maulwurfmaschine. Und was haben wir noch? Findet Rangari Rajas, Rangari Kolan und Rangari Jonah. Ja. Jonah. Joanna, du geile Sau. Achso, die sind dann hier irgendwo den Weg entlang. Wahrscheinlich, ja. Ja, genau, ja. Hier einmal sitzt. Ne, die sind alle bei der 1, müssen die da irgendwie rumgammeln alle. Cool. Na gut. Ja, dann. Dann machen wir mal hier Feierabend für heute, wa? Ja, oder mach du mal, es hat deine Folge. Ja. Dann vielen Dank fürs Zugucken. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte mal einen Daumen rauf. Wenn nicht, dann bitte 2. Und genau. Und wenn überhaupt nicht 3. Genau. Und wie. Was ist hier los? Was? Hier wird gerade geredet. Was? Achso. Nee. Wer redet hier? Hä? Kriegt ihr das hier nicht mit? Wer redet denn? Ne? Hier, und? Rangarika Kayala und. Außer du höre ich hier keinen. Ach so. Ja, keine Ahnung. Ja, die müssen wir da zurückholen. Die ist bestimmt. Nee, ist ja keine Ahnung. Die ist jetzt gerade mit einem anderen gekommen. Zweiter Versuch. So, Dankeschön. Haut rein. Tschüss, ciao. Auf Wiedersehen. Gehabt euch wohl. Bis bald. Bis dann. Ciao. Tschüss.